Herzlich willkommen, grüß Gott, guten Tag, moin, entsprechende Region, aus der Sie sich zugeschaltet haben, zu dem heutigen Webcast, zu dem Thema die neuen Verwaltungsgrundsätze Verrechnungsweise 2021. Zuerst eine persönliche Bemerkung. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Sommerzeit, eine erholsame Sommerzeit. Alle von uns haben sicherlich anstrengende 16 Monate hinter uns und insofern ist es auch notwendig, die notwendige Erholung zu haben. Für diejenigen, die die Erholung noch vor sich haben, wünsche ich das natürlich gleichermaßen. Trotzdem, auch in der Sommerpause dreht sich die Welt weiter. Das Bundesfinanzministerium hat am 14. Juli 2021 die neuen Verwaltungsgrundsätze Verrechnungsweise veröffentlicht. Heute in dem Deloitte Transferpricing Insight Webcast wollen wir die wesentlichen Punkte dieser neuen Verwaltungsgrundsätze herausarbeiten. Ich möchte aber an der Stelle schon gleich ankündigen, 60 Minuten reichen nicht aus, alle Regeln in dieser Dezidiertheit zu betrachten, sondern es geht wirklich um die wesentlichen Punkte. Nichtsdestotrotz, wir haben eine Webcast-Serie und wir werden immer wieder auf die einzelnen Punkte noch dezidiert eingehen. Bevor ich starte, einige organisatorische Hinweise. Zum einen, dieser Webcast wird aufgezeichnet. Und wir werden Ihnen den Link zu diesen Aufzeichnungen nach dieser Webcast entsprechend nochmal zukommen lassen. Gleichermaßen werden wir Ihnen zukommen lassen die Präsentation von heute. Und last but not least sind wir auch dabei, auch basierend auf der Präsentation von heute, einen entsprechenden Newsletter zu verfassen, den wir Ihnen ebenfalls im Anschluss an diesen Webcast zusenden werden. Zuallerletzt als organisatorischen Punkt, wir leben nicht nur von der Präsentation, sondern wir leben auch von der Interaktion. Insofern richtig das Angebot an Sie, auch die Q&A-Taste oder den Q&A-Bereich unten in der Mitte des Bildschirms zu nutzen. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, Hinweise oder Anmerkungen, schreiben Sie dies bitte schriftlich ein. Wir werden versuchen, alles, was Sie eingeben, entsprechend in dieser Präsentation zu berücksichtigen und entsprechend einzugehen. Nun starte ich mit dem Referentenkreis und zu Beginn möchte ich ganz herzlich begrüßen Manfred Naumann. Manfred Naumann ist freier Mitarbeiter bei uns in der Praxis und war bis 2006 Ministerialrat im Bundesfinanzministerium und hier in dieser Rolle Referatsleiter für den Bereich internationales Steuerrecht Verrechnungsweise und war zuständig für die meisten verrechnungsweisbezogenen Gesetze, Verordnungen, als auch gleichermaßen Verwaltungsanweisungen. Ich freue mich, dass wir ihn heute bei uns haben und dass er auch seine Meinung zu den aktuellen Entwicklungen hier gleichermaßen mit einbringt. Gleichermaßen möchte ich begrüßen Henning Scheibe, Partner am Standort Düsseldorf und bei uns zuständig für den Bereich Tax Controversy. Er wird insbesondere eingehen auf die Konkurrenzvorschriften zwischen § 1 ASDG und den nationalstaatlichen Regelungen. Gleichermaßen begrüßen möchte ich Henrik Hante, Partner am Standort München und er hat zwei große Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt ist Operational Transfer Pricing und der zweite sind Vergleichbarkeitsanalysen. Des Weiteren möchte ich begrüßen Nick Nolten, Direktor am Standort Düsseldorf und zusammen mit Ronny John zuständig insbesondere für den Bereich Financial Transaction. Last but not least möchte ich ebenfalls begrüßen Dr. Felix Ebeling, Senior Manager am Standort Düsseldorf und hier insbesondere mit der Spezialisierung immaterielle Werte und Bewertung. Wir kommen nun zur nächsten Seite, wo ich nun inhaltlich einsteige. Das BMF-Schreiben wurde veröffentlicht am 14. Juli 2021 mit 40 Seiten. Im ersten Blick ist man verwundert, dass ein derartig wichtiges BMF-Schreiben nur 40 Seiten hat. Na, das ist dem Umstand geschuldet, dass dieses BMF-Schreiben maßgeblich auf die OECD-Verrechnungspreisrichtlinie verweist, beziehungsweise sogar die OECD-Verrechnungspreisrichtlinie 2017 bzw. 2020
als Anlage 1 dieses BMF-Schreibens hinzugefügt worden ist. Gleichermaßen, und das ist ebenfalls ein Novum, verweist ebenfalls diese die Verwaltungsgrundsätze ebenfalls auf Schreiben des EU Joint Transfer Pricing Forums bzw. des UN Transfer Pricing Manual. Das Schreiben ersetzt verschiedene BMF-Schreiben und Anwendungsvorschriften. Hier insbesondere das BMF-Schreiben aus dem Jahre 1983. Das heißt also 38 Jahre später haben wir jetzt eine revidierte Version der Verwaltungsgrundsätze auf der materiellrechtlichen Ebene zur Verrechnungspreisung. Ich möchte gleichermaßen ausdrücklich betonen, dass das BMF-Schreiben in Anlehnung an das Abzugssteuerentlastungsmodernisierungsgesetz, insbesondere zu § 1 Absatz 2, eingeht auf den Begriff der nahestehenden Person und hier insbesondere den Gedanken aufgreift, dass Organisationseinheiten oder unterschiedliche Organisationseinheiten, die ein gemeinsames wirtschaftliches Interesse haben an der Erzielung von Einkünften, unter Umständen ebenfalls dann Bestandteil oder Gegenstand von § 1 ASDG sein können. Hiermit gemeint sind insbesondere Netzwerke und pyramidale Organisationsstrukturen. Also der Begriff pyramidale, ja, obwohl ich selber vor 30 Jahren Organisationstheorie studiert habe, war für mich ein neuer Begriff, musste erstmal nachklettern, was heißt das? Es geht hier insbesondere um werteorientierte, wandlungsfähige Organisationsstrukturen mit einem hohen Flexibilitätsgrad. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass also hier, und das wird unterschätzt, der Anwendungsbereich des § 1 unter Umständen erheblich ausgedehnt wird. Ebenfalls darauf hinzuweisen ist, im Kontext dessen, dass die 2005er Verwaltungsgrundsätze Verfahren abgelöst worden sind, dass damit verbunden ebenfalls aufgehoben worden ist, die drei Kategorien der Unternehmenscharakterisierung. Das heißt also der Strategieführer, Mittelunternehmen und Routineunternehmen. Das neue BMF-Schreiben geht nicht dezidiert darauf ein, sondern spricht in verschiedenen Textpassagen nur von Strategieführern bzw. Routineunternehmen. In diesem Kontext möchte ich darauf hinweisen, dass also gleichermaßen der sogenannte Risikokontrollansatz, also Control over Risk, hier in das BMF-Schreiben eingeführt worden ist. Man hat dies, ich sage das mal mit meinen eigenen Worten, nicht ausreichend berücksichtigt in § 1 oder der revidierten Version des § 1 ASDG im Kontext des Abzugssteuerentlastungsmodernisierungsgesetzes. Das ist jetzt nachgezogen worden im Rahmen des BMF-Schreibens. Das heißt, man geht weg von der Risikotragung bzw. Risikoübernahme in Richtung Risikomanagement. Das hat erhebliche Auswirkungen, insbesondere für die Funktions- und Risikoanalyse, kann aber auch erhebliche Auswirkungen haben auf die Vergütungsstrukturen. Gleichermaßen möchte ich darauf hinweisen, dass dieses BMF-Schreiben und auch hier ergänzend zum Abzugssteuerentlastungsmodernisierungsgesetz rückwirkend Anwendung findet für alle offenen Jahre. Wir werden hier auf diesen Aspekt immer wieder, auch jetzt in dem heutigen Webcast, eingehen. Und zuletzt möchte ich darauf hinweisen, auf die dynamische Auslegung des Fremdvergleichsgrundsatzes. Hier insbesondere, ich zitiere die Textziffer 2.3, der Fremdvergleichsgrundsatz enthält genügend Flexibilität, um auf laufende Entwicklungen wie die fortschreitende Digitalisierung der Wirtschaft zu reagieren, und diese, und jetzt kommt es, ohne weitere gesetzliche Maßnahmen berücksichtigen zu können. Ne, das ist also schon, aber auch da gehen wir später noch darauf ein, ein schwerer Eingriff in die Frage der Rechtssicherheit. Auf der rechten Seite der Folie sehen Sie die inhaltlichen Schwerpunkte, auf die ich jetzt aus Zeitgründen nicht dezidiert eingehe, sondern die Kolleginnen und Kollegen werden im Laufe des Webcasts hier nochmal einsteigen. Auf der nächsten Folie sehen Sie nochmal die Frage, welche BMF-Schreiben abgelöst worden sind. Also wie beispielsweise die 83er Grundsätze, das BMF-Schreiben zur Teilwertabschreibung aus dem Jahre 2011, das BMF-Schreiben zur Namensnutzung im Konzern und so weiter. Also übrig bleiben
auf der rechten Seite die neuen Verwaltungsgrundsätze 2021, die Verwaltungsgrundsätze 2020, die insbesondere auf verfahrensrechtliche Themen eingehen, die Verwaltungsgrundsätze zur Funktionsverlagerung aus dem Jahre 2010, die Verwaltungsgrundsätze zur Betriebsstätten-Gewinnaufteilung und die Verwaltungsgrundsätze aus dem Jahre 2001 zur Arbeitnehmerentsendung. Soweit erstmal der Überblick. An der Stelle eine Frage an Manfred Naumann als Beginn für die inhaltliche Auseinandersetzung. Lieber Manfred, wie siehst du den Paradigmenwechsel von der Verfassung von BMF-Schreiben, die bisher den Anspruch hatten, konform zu sein mit den OECD-Auffassungen, also mit den OECD-Richtlinien zu stehen, im Lichte den jetzigen Ansatz BMF-Schreiben zu verfassen, die einen direkten Verweis oder sogar Anlagen hinzufügen hinsichtlich der OECD-Richtlinien? Ja, guten Tag allerseits. Ich äußere mich hier natürlich nicht mehr als BMF-Angehöriger, sondern als Mitarbeiter bei Deloitte und bin da insofern völlig frei. Auf der anderen Seite muss ich immer vorsichtig sein, dass ich nicht das, was meine Nachfolger gemacht haben, in Grund und Boden verdamme. Also ich glaube, dass viele von den Regelungen, die Sie in den neuen Verwaltungsgrundsätzen finden, kopiert sind aus den alten Regelungen, die da existierten. Ich persönlich, aber darauf geht er nachher nochmal eindeutiger ein, halte es für hochproblematisch, dass die Verwaltungsgrundsätze 2021 unmittelbar auf die OECD-Grundsätze verweisen, weil die haben eigentlich eine ganz andere Qualität und die sind eigentlich keine Regelungen, in Anführungsstrichen, mit Regelungscharakter, sondern hier handelt es sich um ein Kompromisspapier, das international entwickelt worden ist. Dass man das jetzt sozusagen als rechtsverbindlich, wenn auch nicht für die Steuerpflichtigen, aber für die Betriebsprüfer macht, halte ich für eine sehr bedenkliche Entwicklung. Und ich beneide die Betriebsprüfer nicht, die in Zukunft mit den OECD-Leitlinien sozusagen Fälle lösen müssen oder sollen, weil die OECD-Leitlinien eben als Kompromisspapier viele Möglichkeiten haben und ermöglichen. Und eigentlich ist die Finanzverwaltung da immer in der Situation, dass sie ja die Nachweislast dafür hat, dass das, was sie jetzt als Korrektur vornimmt, besser ist, fremdvergleichskonformer ist, als das, was der Steuerpflichtige gemacht hat. Ich sehe darum, und das soll ja als Vorbemerkung mal reichen, ein großes Konfliktpotenzial in der näheren Zukunft auf die Steuerpflichtigen und auf die Finanzverwaltung zu. Die Steuerpflichtigen, die haben natürlich eigentlich die Möglichkeiten, die in den OECD-Guidelines drinstecken, aber sie werden sich mit dem konkreten Betriebsprüfer auseinandersetzen müssen, ob sie jetzt die eine Möglichkeit aus den Guidelines verwenden oder ob sie nicht dazu gezwungen sind, eine andere zu verwenden. Und diese Streitigkeiten, die werden sich dann natürlich auch nochmal fortsetzen, wenn es in Verständigungsverfahren geht. Herzlichen Dank, Manfred Naumann. Also ich teile die Auffassung ausdrücklich, ja, möchte ich an der Stelle schon betonen, würde aber an der Stelle dann überleiten an Henning Scheibe, der nun startet mit den verfahrensrechtlichen Aspekten. Vielen Dank, Jost. Luisa, vielleicht kannst du gleich mal eine Folie weitergehen. Ich glaube, es bietet sich an, dass wir gleich mit den OECD-Richtlinien weitermachen. Wie schon erläutert, sind diese dem BMF-Schreiben als Anlage beigefügt, mit der aus unserer Sicht sehr begrüßenswerten Intention einer international einheitlichen Umsetzung des Fremdvergleichsgrundsatzes. Das heißt letztlich, dass sich die Betriebsprüfung, wir sehen das hier in der Textziffer 2.2, an den OECD-Richtlinien orientieren soll. Das Ganze aber nur im Rahmen des geltenden innerstaatlichen Rechtes. Orientieren heißt deswegen, zumindest meines Erachtens, dass hier keine wirklich harte Bindungswirkung angestrebt wird. Was natürlich bemerkenswert ist, ist, dass das innerstaatliche Recht die OECD-Richtlinien letztlich bislang gar nicht kennt. Darüber hinaus ist es so, dass Sie sehen das auch hier eingeblendet in Textziffer 2.4,
das BMF klarstellt, dass von den OECD-Richtlinien abweichende Sondermeinungen der deutschen Finanzverwaltung selbstverständlich Vorrang haben. Das dürfte wenig überraschend sein. Die Konsequenz ist am Ende des Tages nach unserer Einschätzung, dass die OECD-Richtlinien in deutschen Außenprüfungen eine deutliche Aufwertung erfahren werden. Aber, wie bereits kurz skizziert, aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, keine wirklich harte Bindungswirkung entfalten werden, sondern eher eine weiche. Manfred, ich würde gerne an dich in dem Zusammenhang noch eine weitere Frage stellen. Meines Erachtens ist die Vorgehensweise mit der bloßen Verweisung recht unorthodox. Und ich persönlich hätte mir hier eine klare gesetzliche Regelung gewünscht. Wie siehst du das? Also in der Vergangenheit war das eigentlich völlig klar, dass wenn man bei den Verrechnungspreisen eine Regelung durchsetzen möchte auf der nationalen Ebene, dass man dazu eine gegenüber Dritten, gegenüber der Finanz-, gegenüber dem Steuerpflichtigen und auch von den Gerichten zu beachten, eine Regelung braucht, die durchsetzungsfähig ist. Und das heißt ein Gesetz oder eine Rechtsverordnung. Die bloße Berufung auf irgendwelche OECD-Richtlinien ist in der Vergangenheit nur als Klammerzusatz gekommen. Insofern, als man irgendwelche Regelungen, welche Regelungen auch immer, getroffen hat und dann in Klammern geschrieben hat, siehe auch OECD-Regelung so und so, um zu verdeutlichen, dass das, was die deutsche Verwaltung hier möchte, in Übereinstimmung mit den OECD-Grundsätzen ist. Das ist aber jetzt weg. Diese Präzisierung ist nicht mehr vorhanden. Jetzt ist eine pauschale Verweisung auf die OECD-Richtlinien. Und es ist noch nicht so ganz hundertprozentig klar, wie verbindlich das sein soll. Es ist auf der einen Seite die Aussage, dass es nur eine Leitlinie sein soll und sich im Rahmen des innerstaatlichen Rechts die deutsche Finanzverwaltung danach richten soll. Aber auf der anderen Seite, es ist ja eine Anlage zu einem BMF-Schreiben, hat also im Grunde genommen die gleiche Verbindlichkeit wie ein BMF-Schreiben. Auch an der Stelle ist das ambivalent und nicht geklärt, was eigentlich ganz genau gemeint ist. Das ist meiner Meinung nach rechtsstaatlich sehr problematisch, einfach deswegen, weil die OECD-Richtlinien, die haben keinerlei demokratische Legitimation. Das deutsche Parlament ist nicht damit beschäftigt worden, wäre auch, glaube ich, gar nicht möglich. Also insofern, hier wird was in das deutsche Recht hineingezogen, was eben keinerlei rechtliche Grundlage hat. Und es wird behauptet, das sei jetzt der maßgebliche Punkt. Der ist maßgeblich meiner Meinung nach in internationalen Auseinandersetzungen. Weil klar, wenn ich mit einem anderen Staat über ein Verrechnungspreisproblem diskutiere, dann ist das Maß der Dinge nicht das nationale Recht Deutschlands und des anderen Staates. Das kennen die Staaten im Prinzip nicht, sondern ist sozusagen die Grundlage, auf der diskutiert wird, die OECD-Leitlinien. Davon muss man aber ganz deutlich unterscheiden, was man braucht, um innerstaatlich irgendwelche Regelungen durchzusetzen. Und die Grenze ist meines Erachtens überschritten. Ich nehme mal an, dass wenn diese Regelungen oder wenn ein Verwaltungsakt zustande kommt, der sich jetzt als Rechtsgrundlage auf die OECD-Grundsätze berufen möchte, das werden die deutschen Finanzgerichte wohl kaum akzeptieren. Aber darauf kommen wir auch später nochmal zu sprechen. Vielen Dank, Manfred. Dann können wir auch zur nächsten Folie gehen. Zur Textziffer 2.3, die hat Jus Willmanns vorhin schon kurz vorgestellt. Da ist meines Erachtens auch sehr großes Konfliktpotenzial enthalten. Vielleicht als Ausgangspunkt: nach der ständigen Rechtsprechung des BFH sind BBAs statisch auszulegen. Sprich, es ist der Wissensstand zum Zeitpunkt des Abschlusses des BBAs maßgeblich. Das erkennt auch das BMF grundsätzlich an, macht aber anschließend zumindest meines Erachtens das ziemliche Gegenteil und stellt fest, wir sehen das hier insbesondere ganz unten, die fortlaufende Überarbeitung der OECD-Verrechnungspreisrichtlinien, keine jeweils neue Interpretation des Artikels 9 OECD-Musterabkommen darstellt. In anderen Worten, wie bereits angedeutet, das BMF will die aktuellen OECD-Richtlinien auf alle offenen Fälle anwenden. An der Stelle gleich wieder die Frage an dich, Manfred. Ist hier nicht ein erbitterter Streit darüber vorprogrammiert, ob eine derart dynamische Auslegung möglich ist nach deutschem Recht? Wir haben das hier auch vorher noch so ein bisschen aufgeführt. Das Ganze entspricht aus unserer Sicht sehr klar oder widerspricht sehr klar und deutlich der ständigen Rechtsprechung des BFH. Ja, und es widerspricht eben nicht nur der ständigen Rechtsprechung, sondern es widerspricht auch rechtsstaatlichen Prinzipien.
Denn wenn neue Inhalte in irgendeiner Form regelnden Charakter haben sollen, dann braucht es dafür eine Beteiligung des Parlaments. Und ohne Parlamentsbeteiligung befinden wir uns eigentlich im rechtsfreien Raum. Und insofern sehe ich hier große Gefahr, dass vieles von dem, was die Verwaltung hier regeln wollte, letztlich wenig Bestand haben wird, jedenfalls rechtlich nicht. Tatsächlich, das ist das eigentlich Irritierende vermutlich schon, weil natürlich diese Regelungen faktisch eine ganz erhebliche Auswirkung haben werden und viele Steuerpflichtige vermeiden werden, Streitigkeiten mit der Finanzverwaltung anzufangen. Also faktisch haben diese Regelungen eben in irgendeiner Form Bindungswirkung in Anführungsstrichen. Aber rechtlich ist das meines Erachtens ausgesprochen zweifelhaft und sollte eigentlich besser nicht akzeptiert werden. Wir haben das Ganze auch mal auf dem nächsten Folien anhand eines Beispiels versucht zu illustrieren. Wir kennen das Dempe-Konzept letztlich seit circa 2015. Das Dempe-Konzept hält jetzt gerade Einzug in das deutsche Recht über das Abzugssteuerentlastungsmodernisierungsgesetz. Das ist jetzt in § 1 Absatz 3c enthalten. Anwendbar ist der neue § 1 Absatz 3c erstmals auf den, Veranlagungszeitraum 2022. Manfred, ich bin jetzt ein Stück weit verwirrt. Auf der einen Seite haben wir den neuen § 1 AStG in Verbindung mit der Anwendungsvorschriften § 21. Und auf der anderen Seite steht jetzt doch hier am BMF-Schreiben drin, dass das Dempe-Konzept rückwirkend auf alle offenen Zeiträume anzuwenden ist. Was ist jetzt eigentlich für den Prüfer maßgeblich? Der Prüfer steht hier vor einer schwierigen Frage, weil das Dempe-Konzept, das wird ja auf der einen Seite vom BMF manchmal als sozusagen ein Ausdruck des Fremdvergleichsgrundsatzes gezeichnet. Also ist schon immer im Fremdvergleichsgrundsatz drin gewesen, obwohl niemand, 2010, was vom Dempe-Konzept jemals gewusst hat. Auf der anderen Seite wird jetzt eben hier gesagt, das soll aber jetzt schon auch für rückwirkende Fälle angewandt werden, obwohl in den Anwendungsvorschriften zu den entsprechenden gesetzlichen Regelungen natürlich ein späterer Anwendungszeitraum angesprochen ist. Also auch das ist wieder eine Geschichte, wo das BMF nicht für die Klarheit gesorgt hat, für die es hätte sorgen können und hätte sorgen müssen. Also hier sind wieder Streitigkeiten möglich zwischen Steuerpflichtigen einerseits und der Finanzverwaltung andererseits. Und das halte ich für ziemlich problematisch, ein Einfallstor für sogenannte orientalische Verfahren, wo also in irgendeiner Form irgendein Kompromiss geschlossen wird, mit dem alle Beteiligten leben können. Das hat mit Gleichmäßigkeit der Besteuerung meines Erachtens gar nichts zu tun. Dankeschön, Manfred. Luisa, dann bitte zur nächsten Folie. Hier noch kurz zu Kapitel 1 des BMF-Schreibens. Hier ist es so, dass unseres Erachtens keine vergleichbar großen Überraschungen enthalten sind. Das BMF meint zunächst klarstellen zu müssen, dass gerade kein Wahlrecht in Bezug auf die Anwendung von § 1 AStG bzw. der VGA besteht. Das ist letztlich so eine Art Nicht-Anwendungserlass zum BFA-Hotel aus 2019 durch die Hintertür. Ja, das Klassikerbeispiel hierfür ist letztlich die Anwendung der Zwei-Stufen-Korrektur, sprich zunächst eine VGA auf das für den Steuerpflichtigen günstige Ende der Bandbreite inklusive der dazugehörigen Kapitalertragssteuerimplikation und anschließend die Median-Korrektur über § 1 Absatz 3 Satz 4. Die Wacker-Urteile findet das BMF hingegen prima und es ergeht die Aufforderung an die Prüfer, sich im Rahmen der Außenprüfung nicht auf die Prüfung des nackten Verrechnungspreises an sich zu beschränken, sondern vielmehr alle Bedingungen einer grenzüberschreitenden gruppeninternen Transaktion zu überprüfen. Explizit positiv hervorzuheben ist Randziffer 22, aus der sich ergibt, dass es sich letztlich nicht, dass keine Anpassung pauschal erfolgen darf, wenn einzelne Bedingungen fremd unüblich sind, sondern dass immer die Umstände des Einzelfalls zu würdigen sind. Im Sinne der Zeit würde ich an der Stelle an meinen Kollegen Henrik Hante übergeben. Herr Henning, vielen Dank. Und in meinem Bereich beschäftigen wir uns mit dem Thema Vergleichbarkeitsanalyse, was Kapitel 3c ist, der neuen Verwaltungsgrundsätze. Ich möchte auch direkt reinspringen in den ersten Bereich, das ist das Grundsätzliche. Was hier auffällt ist, das klang vorhin schon an, insbesondere jetzt nicht nur ein Hinweis auf die OECD-Verrechnungspreisleitlinien drin ist in Randziffer 3.18,
sondern die OECD-Vergleichbarkeitsanalyse in Kapitel 3 konkret angewendet werden soll. Das heißt, Betriebsprüfungen sollen künftig konkret diese Regelungen anwenden. Aus unserer Sicht ist es deshalb sehr ratsam, sich auch als Steuerpflichtige nochmal intensiv damit auseinanderzusetzen. Randziffer 3.20, hier geht es dann darum, dass die am besten geeignete Verrechnungspreismethode für die Vergleichbarkeitsanalyse ausgewählt werden soll. Das ist insoweit wenig überraschend, als das in Einklang ist eben mit dem neuen 1 Absatz 3 ASTG, auch mit den Verwaltungsgrundsätzen 2020. Wir sehen darin ein großes Konfliktpotenzial, insbesondere wenn man nochmal in die Verwaltungsgrundsätze 2020 reinschaut, weil hier explizit drinsteht, dass die Finanzbehörde selbst die am besten geeignete Methode auswählt und eine Korrektur möglich ist, sofern diese Methode eben mit höherer Wahrscheinlichkeit zu den richtigen Ergebnissen führt. Also hier sehen wir massives Konfliktpotenzial, insbesondere auch was das Thema anbelangt, welche Methode hier mit höherer Wahrscheinlichkeit dann zu den besseren Ergebnissen führt. Ratsam ist es auf jeden Fall im Rahmen der Verrechnungspreisdokumentation sehr umfangreich nachzuweisen, weshalb man der Auffassung ist, dass die eigens angewendete Verrechnungspreismethode die am besten geeignete ist. Mehrjahresanalysen sind nach wie vor möglich, insoweit sie eben die Qualität der Vergleichbarkeit erhöhen. Soweit erstmal zu dem Grundsätzlichen. Ich würde dann weiterspringen auf die nächste Folie, das Kapitel C2. Hier geht es um die Zusammenfassung von Geschäftsvorfällen. Grundsätzlich kann man hier feststellen, dass nach wie vor für die Vergleichbarkeitsanalyse und die Vergleichbarkeitsanalyse auf Basis einzelnen Geschäftsvorfalls vorzunehmen ist. Erfreulich ist jetzt hier in den Verwaltungsgrundsätzen, dass man sich wesentlich stärker an den OECD-Richtlinien orientiert und auch Praxisbeispiele mitgibt für Anwendungsfälle eben für eine Zusammenfassung von Geschäftsvorfällen. Hier werden insbesondere die langfristigen Verträge über Waren und Dienstleistungen genannt. Ich denke, das sollte selbsterklärend sein. Palettenbetrachtung hier eben für sehr eng miteinander verbundene Produkte, was man oft in einem Produktsortiment feststellen kann. Dann der Portfolioansatz, die Beispiele kennen Sie alle, Drucker, Patrone, Rasierer, Rasierklinge. Das heißt, mit dem einen Produkt erzielt man sehr niedrige Marge, gegebenenfalls einen Verlust. Mit dem anderen Produkt dann eine sehr hohe Marge und im Schnitt ist es dann eben rentabel für das Unternehmen. Das heißt, hier ist eine Gruppierung möglich, mit dem Hinweis allerdings, dass es nicht fremdvergleichskonform ist, wenn eben immer ein Unternehmen aus der Gruppe sozusagen den Drucker verkauft, das andere Unternehmen die Patrone und damit ein Unternehmen Verluste macht und das andere dann entsprechend die Gewinne. Die Paketbetrachtung wird in Randziffer 324 dann erwähnt. Hier geht es insbesondere darum, dass eben unterschiedliche Geschäftsvorgänge in einem Leistungspaket zusammengefasst werden. Das können dann Lizenzvergaben für Patente Know-how sein, kann auch Erbringung von Dienstleistungen sein, jedenfalls noch die Anmietung von Produktionseinheiten. Hier ist auch eine Zusammenfassung dieser Geschäftsvorfälle möglich, insoweit tatsächlich Fremdvergleichsdaten gefunden werden können für ein vergleichbares Paket. Ist es nicht der Fall, soll eben eine einzelne Betrachtung der Geschäftsvorfälle aus diesem Paket stattfinden. Dann können wir weiterspringen, Luisa, bitte auf die nächste Slide. Hier geht es um das Thema Vorteilsausgleich. Wenn man da in die Verwaltungsgrundsätze 83 reinschaut, dann stellt man fest, der Text ist größtenteils sehr ähnlich wie in den Verwaltungsgrundsätzen 83, jetzt in den neuen Verwaltungsgrundsätzen 21. Nach wie vor ist ein Vorteilsausgleich möglich. Wichtig hier, weiterhin eben nur zweiseitig, nicht drei- oder mehrseitig, also immer mit dem gleichen Geschäftspartner sozusagen. Es gibt einen wesentlichen Unterschied, der ist jetzt in Randziffer 328 geregelt. Bisher war es so, wenn man in die 83er Verwaltungsgrundsätze reinschaut, dass Nachteile innerhalb von 3 Jahren ausgeglichen werden sollten. Das entfällt jetzt hier. Man spricht jetzt in der Randziffer 328 der neuen Verwaltungsgrundsätze von einem überschaubaren Zeitraum, also kein Verweis mehr auf diese 3 Jahre. Das kann demnach länger oder kürzer sein. Müsste definitiv auch entsprechend dann begründet werden in der Verrechnungspreisdokumentation. C4, Luisa ist dann auf der nächsten Seite, beschäftigt sich mit dem Thema Bandbreitenbetrachtung. Denn hier können wir sehr schnell drüber springen. Was hier am Ende drinsteht, ist, dass die Interquartiersmethode angewendet werden soll. Auch im Einklang eben mit dem neuen 1 Absatz 3 ASTG, von dem her wenig überraschend. Spannender dann auf der nächsten Folie
in C5 das Thema Verluste. Hier stellt die Finanzverwaltung 331 zunächst mal fest, dass es tatsächlich ökonomisch sinnvoll sein kann im Konzern, wenn auch Unternehmen längerfristig Verluste tragen. Wichtig ist, das ist die Randziffer 332, die Verlustursachen festzustellen. Das heißt, zu prüfen, worauf begründet sich dieser Verlust. Ist es eher der lokalen Gesellschaft zuzuschreiben, wie lokales Missmanagement? Ist es gegebenenfalls im Gruppeninteresse dieser Verlust entstanden? Also Beispiel Markteroberung im Gruppeninteresse. Von dem her muss das im Detail hier analysiert werden. Und jetzt kommt das Wesentliche. Damit ein Unternehmen Verluste tragen kann, benötigt es die entsprechende Entscheidungskompetenz hinsichtlich der Risiken, die eingegangen wurden oder aus denen die Verluste erwachsen sind. Und es benötigt auch die finanzielle Kapazität, diese Verluste tragen zu können. Das heißt, es wird in den meisten Fällen hauptsächlich Entrepreneursunternehmen sein, die eben diese Voraussetzungen erfüllen. Und deshalb stellt sich die Frage dann auch in 333, wie in Bezug zu Routineunternehmen mit Verlusten umzugehen ist. Und hier haben wir jetzt die Regelung beinhaltet, dass ein Routineunternehmen innerhalb eines Zeitraums von 5 Wirtschaftsjahren eben einen angemessenen Totalgewinn erzielen soll, gemessen an seinem Funktions- und Risikoprofil. Ja, das ist hier letzten Endes Entscheidende. Wichtig aus unserer Sicht auch, wenn es hier zu Verlusten kommt, dass hier sauber rausgearbeitet wird, was die Verlustursachen sind, also lokal begründet oder eben im Gruppeninteresse und welcher Totalgewinn gegebenenfalls sich dann auch über diesen Gesamtzeitraum von 5 Jahren im Idealfall ergeben hat. Auf der nächsten Slide geht es um den Zeitpunkt des Fremdvergleichs. Das ist ein sehr spannendes Thema. Maßgeblicher Zeitpunkt für den Fremdvergleich ist der Vertragsabschluss. Ja, das ist jetzt im Prinzip deckungsgleich mit dem, was auch in § 1 Absatz 3 AStG drinsteht, als auch in den Verwaltungsgrundsätzen 2020. Also der Steuerpflichtige soll sich zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, also im Vorhinein mit dem Fremdvergleich entsprechend beschäftigen und insbesondere dann Planrechnungen zur Anwendung bringen, wenn er Renditekennziffern im Rahmen der Verrechnungspreismethode verwendet. Das wird typischerweise oder in den meisten Fällen der Fall sein, wenn es um die TNMM geht, dass hier Renditekennziffern angewendet werden. Bisher, wenn man in die Verwaltungsgrundsätze Verfahren 2.5 reinguckt, war das insbesondere für Entrepreneure und Mittelunternehmen vorgesehen, diese Planrechnungen. Wir interpretieren es 340 so, dass das nunmehr auch für Routineunternehmen anzuwenden ist, weil insbesondere für diese Unternehmen mit Renditekennziffern typischerweise gearbeitet wird. So, was gefordert wird dann, wenn man solche Planrechnungen macht, in 341 ist ein Soll-Ist-Abgleich. Das heißt, ein unterjähriger Soll-Ist-Abgleich, ja, ob die Verrechnungspreise in die richtige Richtung laufen, spätestens aber am Jahresende. Das ist also ein klassischer Outcome-Testing-Ansatz, wo man am Jahresende eben nochmal überprüft, ob die Verrechnungspreise nun gegeben der Planung fremdüblich sind. Und wenn Sie jetzt feststellen, am Jahresende sie nicht fremdüblich sind und dann in 342, in die Randziffer 342 reingucken, dann steht hier drin, dass eine Anpassung notwendig ist am Jahresende. Also diesem Thema stand die deutsche Finanzverwaltung bisher eher skeptisch gegenüber. Jahresendanpassungen werden aber definitiv jetzt durch 342 eingeführt und notwendig, sollte sich eben am Ende zeigen, dass das Ergebnis fremdunüblich ist. Manfred, ich will dich an der Stelle gerne einbinden und hier die Frage, insbesondere zu dem letzten Thema Zeitpunkt des Fremdvergleichs. Wenn man das jetzt durchliest, bekommt man ja 338 eher das Gefühl, wir befinden uns im Price-Setting, dass das ein maßgeblicher Ansatz sein könnte. Andererseits, dann Randziffer 341, 42, definitiv das Thema Outcome-Testing. Was bedeutet denn das jetzt für den Steuerpflichtigen am Ende des Tages, auch die beiden Methoden gegeneinander abgewogen? André, ich glaube, du bist auf Mute. Das bedeutet, dass jeder Betriebsprüfer erwartet, dass eine entsprechende Planrechnung vorliegt. Und zwar eben neuerdings sehr wohl auch für Routineunternehmen. Und wenn die nicht vorliegt, dann wird das die Stimmung in der Betriebsprüfung zumindest eintrüben. Den Steuerpflichtigen ist also anzuraten, wenn sie also eine gute Stimmung mit der Finanzverwaltung interessiert sind, eine entsprechende Planrechnung vorzulegen. Diese Planrechnung wird nur auf Daten basieren, die Jahre vor dem Geschäftsjahr liegen. Also insofern, das kann ja nur eigentlich Daten sein, die aus der Vergangenheit kommen. Das wäre Preissetting.
Dann sagt die Finanzverwaltung, Outcome Testing ist sehr wohl möglich oder auch gezwungen. Das heißt, der Steuerpflichtige ist also nicht nur am Anfang eines Wirtschaftsjahres dazu verpflichtet, in die Datenbanken reinzugucken, sondern auch, wenn er die Steuererklärung erstellt, ob die Ergebnisse, die er da ausweist, noch irgendwie im normalen Verhältnis stehen zu dem, was fremde Dritte auch erzielen. Das reicht aber auch immer noch nicht aus, weil der Betriebsprüfer, wie wir alle wissen, kommt ja erst Jahre später. Und den Betriebsprüfer hindert keiner daran, seinerseits dann die Datenbanken zu nehmen, die tatsächlich das betreffende Wirtschaftsjahr betreffen, und der Steuerpflichtige wird sich in irgendeiner Form damit auch beschäftigen müssen. Das war ursprünglich mal nicht geplant. Wenn man nämlich reines Preissetting macht, dann hätte es geheißen, der Steuerpflichtige macht einmal die Preise, dann ist er vielleicht dazu verpflichtet, unterjährig nochmal zu korrigieren, und das ist es dann. Jetzt ist es aber so, dass eigentlich erwartet wird, dass drei Datenbankstudien gemacht werden, die dann das Ergebnis sozusagen absichern sollen. Ob das eine gute Lösung ist, ob das mit dem Fremdvergleich in Übereinstimmung steht, das halte ich für ausgesprochen zweifelhaft. Okay, danke Manfred. Also genau, ich glaube hier viel Bedarf dann auch für Analysen am Anfang des Jahres, unterjährig entsprechende Dokumentation. Ich darf das Kapitel jetzt Vergleichbarkeitsanalyse beschließen und würde übergeben an meinen Kollegen Felix Ebeling für das Thema Bewertungstechniken und immaterielle Werte. Vielen Dank, Henrich. Danke für den passenden Slide direkt. Vorab folgende Anmerkung. Ich werde hier nur ganz kurz auf das Thema Bewertungstechniken und immaterielle Werte eingehen. Hintergrund ist, dass die beiden kommenden Webcasts von Deloitte Mitte und Ende September, ich werde darauf nochmal gleich eingehen, genau diese Themen nochmal im Detail erläutern. Dementsprechend werde ich jetzt hier nur einen kurzen Überblick geben. Damit fange ich an. Fangen wir mit den Bewertungstechniken an. Das sind die Textziffern 3.12 bis 3.17, die ich auf diesem Slide hier abgebildet habe. Das erste ist die Verrechnungspreismethode. Es wird gesagt, dass grundsätzlich davon auszugehen ist, dass der hypothetische Fremdvergleich die anzuwendende Verrechnungspreismethode ist, wenn man immaterielle Werte und Funktionen in einer Transaktion bewertet oder überträgt. Genau. Das ist nicht gleichzusetzen damit, dass es die präferierte Methode ist. Es wird nämlich klargestellt, solange es keine Vergleichswerte gibt. Man geht also davon aus, dass man im Normalfall für immaterielle Werte als auch für Funktionen keine Vergleichswerte findet und dementsprechend dann quasi auf den hypothetischen Fremdvergleich abstellt. Ja, das ist der erste wichtige Punkt. Zweiter Punkt ist, wie gestaltet man den hypothetischen Fremdvergleich aus? Der hypothetische Fremdvergleich, Sie kennen das, Sie haben einen Minimalpreis und einen Maximalpreis. Wie bestimmen Sie die? Entsprechend der neuen ASDG-Version nach mit ökonomisch anerkannten Methoden, die werden hier konkretisiert. Es wird dargestellt, dass insbesondere die Discounted Cashflow-Methode und die Ertragswertmethode, das Ertragswertverfahren, anerkannte Bewertungsmethoden sind, anerkannte ökonomische Bewertungsmethoden. Das heißt, auch die ist abzustellen. Für mich als Praktiker keine besonders neue Regelung. Warum? Die verwaltungsgenutzte Funktionsverlagerung, die ja immer noch auch in Kraft sind, haben bereits das Discounted Cashflow-Verfahren zugelassen. Zwar nicht so als primäre Methode, wie es hier genannt wird, als primäres Bewertungsverfahren, aber es war schon dort zugelassen und es hat sich eigentlich in der Praxis in den letzten Jahren schon als Standard herausgebildet. Nichtsdestotrotz ist es eigentlich zu begrüßen, dass das hier nochmal klargestellt wird. Womit ich in der Textziffer 3.13 etwas Probleme habe, sind die Nennung von verlässlichen Werten. Es wird gesagt, diese ökonomischen Methoden müssen angewandt werden unter Nutzung verlässlicher Werte. Und wenn man sich mal überlegt, was diese Methoden machen, sie diskontieren zukünftige Cashflows bzw. zukünftige Gewinne auf den Stichtag ab. Dann wird ein Kapitalwert gebildet und man rechnet mit Erwartungswerten, ja, und Forecasts. Und das als verlässlichen Wert darzustellen, ist wahrscheinlich ein Widerspruch in sich. Weil wie sollen die verlässlich sein? Ich würde dort, wenn es um diesen Punkt Diskussionen gibt, immer sagen, okay, es ist sinnvoll, dass die Werte plausibel sind. So sieht es im Übrigen auch das IDW. Das IDW, Institut Deutscher Wirtschaftsprüfer, hat einen Praxishinweis herausgegeben, 2017, worin dargestellt worden ist, wie verplausibilisiere ich eigentlich eine Planung. Und das ist das, was ich dafür machen würde. Gerade bei großen Bewertungsobjekten würde ich also mich mit meinen Valuation-Kollegen absprechen und sagen, hey, lasst uns doch mal hier nochmal die Planung angucken zusammen. Ist das plausibel? Da gibt es verschiedene Arten, wie man eine Plausibilisierung durchführt. Ich möchte das jetzt hier nicht im Detail erläutern. Das werden wir in den folgenden Webcasts machen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass ich das hier so interpretieren würde. Und in dem Sinne ist es auch eine kleine Kritik an dem Begriff verlässliche Werte, weil das passt meiner Ansicht nach nicht.
komme ich zu den Textziffern 3.14 und 3.15. Dort wird die Brücke geschlagen zu anderen Bewertungsanlässen. Es wird unterschieden zwischen nichtsteuerlichen Bewertungen und steuerlichen Bewertungen. Gerade die Brücke zu den nichtsteuerlichen Bewertungen ist in der Praxis wahrscheinlich relativ relevant oder zumindest aus meinen Erfahrungen. Nichtsteuerliche Bewertungen, die zu berücksichtigen sind, aus meiner Praxiserfahrung sind insbesondere Purchase Price Allocations und Impairment Tests. Und da geht es jetzt darum, was sagt jetzt hier das BMF? Das BMF sagt, führen Sie eine Bewertung für Verrechnungspreiszwecke durch, sollen die Annahmen konsistent mit nichtsteuerlichen Bewertungen sein oder Sie sollten Abweichungen begründen. Den Hintergrund dieser Textziffer verstehe ich absolut. Worum geht es? Die wollen letztendlich, dass man nicht sich irgendwelche Luftikus-Annahmen ausdenkt, um den Verrechnungspreis in die Richtung zu drücken, der einen passt. Das verstehe ich. Andererseits muss man auch sagen, auch eine PPA und auch ein Impairment-Test unterliegen gewissen Anreizen. Auch das ist keine, ich sag's mal, neutrale Bewertung, wo es nur um die wirkliche Wertbestimmung geht. Ja, ein Impairment-Test ist ein Unternehmen impaired, wird sie sich lange dagegen stemmen, um es mal so zu formulieren. Das heißt, in Zweifel sind da höhere Wachstumsraten angenommen, als vielleicht ganz realistisch, um es mal nett zu formulieren. Ja, das heißt, ich habe auch kein Problem, von so einer Annahme abzuweichen aus einer nicht steuerlichen Bewertung als Praktiker bisher. Und das würde ich auch gegenüber der Betriebsprüfung verargumentieren. Und es gibt ja auch die Öffnungsklausel. Man muss die Abweichung im Endeffekt nur begründen. Und das würde ich auch regelmäßig tun. Andererseits, ich würde auch sagen, für kleinere Bewertungen kann man das auch als einen pragmatischen Ansatz sehen. Hat man ein kleineres Bewertungsobjekt, kann man die Annahmen einer nicht steuerlichen Bewertung übernehmen und hat dadurch sich eine Menge Arbeit gespart im Zweifel. Ja. Des Weiteren wird auch auf andere steuerliche Bewertungen eingegangen, die nach Bewertungsgesetz erstellt worden sind. Ist für mich in der Praxis eher nicht so relevant. Warum? Da geht es dann zum Beispiel Bewertungen aus Wegzugsbesteuerung oder ähnlichem. Begegnet man in der Praxis eher nicht so oft, dass die als Vergleichswert herangezogen worden sind. Des Weiteren sagt hier das BMF auch, das sind nur Anhaltspunkte. Man muss auch keine Begründung geben, wenn man auf einen anderen Wert kommt, wenn man das gleiche Bewertungsobjekt hat. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Objekte, immateriellen Werte, Funktionen, die im Rahmen von steuerlichen Bewertungen sonst durchgeführt werden, sind oft, beziehen sich auf andere Bewertungsobjekte, sodass man eigentlich da oft nicht den Vergleich hat zu dem, was wir hier machen. Der letzte Bulletpunkt aus dieser Textziffer 13.14 und 13.15, der ist für mich allerdings sehr relevant, den ich hier aufgeschrieben habe, dass der Substanzwert kein Anhaltspunkt ist. Ich nenne das mal No-Brainer, das ist eigentlich okay. Was aber sehr wichtig ist, dass das vereinfachte Ertragswertverfahren bei Schätzungen herangezogen werden darf. Das ist meiner Ansicht nach ein guter Punkt, denn wenn Sie mal in einer wirklich verfahrenen Betriebsprüfung waren, zu einer Funktionsverlagerung, wo der Mandant wirklich die Dokumentation zeitnah verschlafen hat, und dann fängt das BMF an oder der Betriebsprüfer an, eine Schätzung durchzuführen nach Maßgabe der Verwaltungsnetze Funktionsverlagerung. Da ist nämlich im Anhang auch eine Ausführung dazu. Da wird das sehr schnell sehr sportlich. Die Schätzverfahren, die da angegeben sind oder der Ansatz zur Schätzung ist meiner Ansicht nach überschießend. Und hier hat, finde ich, das BMF in die richtige Richtung nachgebessert. Genau. Letzte Textziffer, die ich auf diesem Slide erwähnen möchte, ist die Textziffer 3.17. Dort geht es um Fälle, wenn man im Rahmen des hypothetischen Fremdvergleichs einen Minimalpreis bestimmt hat, der oberhalb des Maximalpreises liegt. Dort steht, hat man einen solchen Fall, dann sollte man nach den Gründen in anderen Geschäftsvorfällen suchen. Das heißt, ist der Minimalpreis in meinem hypothetischen Fremdvergleich größer als der Maximalpreis, soll man nach Gründen in weiteren Geschäftsvorfällen suchen. Ja, aber jetzt kommt der Punkt und da muss ich sagen, die Textziffer, die gefällt mir nicht so. Wenn ich da jetzt keine Gründe finde und aus der Praxis weiß ich, ich möchte die jetzt nicht im Detail erläutern, manchmal übergeordnete Gründe, dann wird es schwierig, weil die restliche Guidance, die dort steht in dieser Textziffer, die ist etwas unklar. Eine mögliche Interpretation, die durchaus pragmatisch wäre, würde man sagen, gut, wenn man jetzt keinen Grund in weiteren Geschäftsvorfällen sieht, aber diese Transaktion eben stattfinden muss aufgrund von übergeordneten Gründen, dann ist es so, dass sich die Differenz, genauso wie im Normalfall, zwischen Käufer und Verkäufer geteilt wird. Also wenn im Normalfall ist es ja so, Maximalpreis ist Minimalpreis und ist größer des Minimalpreises und die treffen sich in der Mitte. Und so sollte man es sonst auch machen. Ich denke aber, die Interpretation dieser Textziffer ist anders, dann verstehe ich sie allerdings auch nicht. Das muss ich leider sagen. Diese Textziffer ist unklar formuliert. Also da muss man sagen, das ist nicht so schön gelungen. Gut, damit würde ich übergehen auf den nächsten Slide. Hier geht es um das Thema immaterielle Werte. Ich habe jetzt die Textziffern dazu in drei Blöcke gegliedert. Grundsätze, Dämpfefunktion und Nutzung von Unternehmenskennzeichen und Marken. Fokus bei mir heute hier ist die Dämpfefunktion. Bei den beiden anderen Bereichen möchte ich nur kurz was dazu sagen. Ja, Grundsätze.
Es wird eigentlich die Definition von immateriellen Werten aus dem 9.1 ASTG übernommen. Da kommt nichts dazu. Es wird klargestellt, dass dem Grunde nach eine IWG, also eine immaterielle Werteüberlassung und Übertragung zu vergüten ist, wenn eine finanzielle Auswirkung erwartet wird. Die konkrete Vergütung, also der fremdübliche Preis der Höhe nach, orientiert sich an dem erwarteten Nutzen, wobei angemessener Betriebsgewinn verbleiben muss. Das entspricht dem, was man aus dem BMF-Schreiben Namensnutzung im Konzern kannte und was auch aus der Rechtsprechung des BFH bekannt ist. Dementsprechend ist das eigentlich wenig Neues. Ich habe da aber auch wenig Einwände gegen, muss ich sagen. Der Ansatz bleibt grundsätzlich vernünftig. Es ist keine Vergütung notwendig, wenn IWGs, wenn IWGs überlassen werden als Teil des Produktpreises oder im Rahmen von einer Vertriebsfunktion mit abgegolten sind. Finde ich in Ordnung, was da steht. Ich finde es allerdings schade, dass dort gesagt wird, das gilt insbesondere bei Vertriebsfunktionen, denn beim Contract Manufacturer haben sie eigentlich das Gleiche. Dort wird auch IP beigestellt und es wird nicht vergolten, abgegolten oder nicht vergütet. Und das ist auch vernünftig, meiner Ansicht nach, aber das wird leider nicht erwähnt. Das finde ich, da hätten sie nochmal einen Satz mehr schreiben sollen und auch diesen Fall erwähnen sollen. Ja? Oder das insbesondere für Vertriebsfunktionen gleich streichen sollen. Ja? Dass dieser Grundsatz der Nichtvergütung eigentlich für Routinefunktionen im Allgemeinen gilt. Genau. Jetzt komme ich zum wichtigen Punkt hier, nämlich was gibt es zu den Dempelfunktionen? Da gab es ja eben, glaube ich, auch schon ein paar Q&A-Fragen. Ja, das Dempelkonzept ist jetzt erstmals im ASDG zu finden, neuerdings, und jetzt auch in den Verwaltungsnutzen Verrechnungspreise. Aber überraschenderweise gibt es eigentlich kaum eine Konkretisierung. Und das ist, hat mich überrascht. Das Dempelkonzept ist relativ neu und es ist auch wenn man es jetzt ein paar Jahre, wendet man es ja schon an, in manchen Bereichen auch wirklich schwierig zu handhaben. So, und ich denke, solche neue Konzepte, die leben von der Weiterentwicklung, von der Verfeinerung, darüber, dass sich Leute Gedanken machen, und gerade das passiert eigentlich in sowas wie einem BMF-Schreiben, und das ist hier leider nicht passiert. Also vielleicht da wurden sich Gedanken gemacht, die wurden aber nicht aufgeschrieben. Das bedeutet letztendlich, dass man sich mit den Fragen zu dem Dempelkonzept, und aus der Praxis der letzten Jahre habe ich schon gesehen, es gibt ein paar Fragen, die beantwortet das Dempelkonzept einfach nicht. Oder das ist schwierig zu beantworten, das ist ein extremer Graubereich. Da ist nichts dazu gekommen durch das BMF-Schreiben. Das ist in dem Sinne schade. Ja, man wird mit dem Grundgedanken alleingelassen jetzt als Steuerpflichtiger oder Berater. Man kann natürlich sagen, ja, okay, ich versuche den Grundgedanken auf den Einzelfall anzuwenden, aber es ist klar, dass das einen enormen Interpretationsspielraum gibt. Und gerade bei dem Konzept hätte ich mir gewünscht, dass das BMF mehr Guidance gibt. Muss ehrlich sein, wäre jetzt hier mehr Guidance drin, hätte ich über die mehr Guidance auch irgendwas Kritisches gesagt. Aber nichtsdestotrotz hätte das zu einer Fortentwicklung des Konzepts geführt und das hätte ich begrüßt. Das Einzige, das muss man noch sagen, was dazu erwähnt wird, ist, dass das Dempelkonzept nicht einhergeht mit der Nutzung einer bestimmten Verrechnungspreismethode. Man kann natürlich überlegen, okay, ist das nicht immer der Profit Split, aber das sei dahingestellt. Und es wird gesagt, dass die Zurechnung von Vermögenswerten nach § 39 bis 42 AO unberührt von den Ergebnissen der Dempelanalyse bleibt. Da ist das Stichwort eigentlich wirtschaftliches Eigentum nach 39 bis 42 AO ist was anderes als, wir nennen es funktionales Eigentum nach dem Dempelkonzept. An dieser Stelle meine Frage an Manfred. Manfred, ich habe ja schon gesagt, ich hatte so eine gewisse Tendenz zu einer Konkretisierung der des Dempelkonzepts, nicht weil ich denke, dass damit alles geklärt wäre, dafür hätte man wahrscheinlich eine Doktorarbeit schreiben müssen, sondern weil ich glaube, das Konzept muss weiterentwickelt werden. Wie beurteilst du das, dass eigentlich jetzt man eigentlich als Betriebsprüfer, als Steuerpflichtiger und als Berater mit dem Grundgedanken des Dempelkonzepts, ich sage es mal, alleingelassen worden ist und dann die Einzelfallanalyse komplett selbst durchführen muss? Ja, das Dempelkonzept ist jetzt einfach aber schon von der OECD in die Welt gesetzt worden. Ich hätte erwartet, dass wenn der deutsche Gesetzgeber da eine Regelung draus macht, dass er da die Guidance dazu gibt, wie das gehandhabt werden soll. Da wärst du sicher auch nicht unbedingt mit zufrieden gewesen, hast du ja auch schon gesagt, aber dann wüsste man wenigstens, wo man dran ist und was die deutsche Verwaltung meint, womit man sich mit dem Dempelkonzept international auch gegenüber anderen Staaten durchsetzen kann. So ist das eigentlich eine Wolke, dieses Dempelkonzept. Da kann jeder draus machen, was er gerne möchte. Das bedeutet, es gibt Streitigkeiten zwischen Steuerpflichtigen und der Finanzverwaltung. Und wenn der Fall dann mal aufs internationale Tablett kommt, dann gibt es Streitigkeiten zwischen den Finanzverwaltungen. Ich persönlich als ehemaliger Angehöriger der Finanzverwaltung finde immer jede Regelung gut, die zu einer Verminderung von Streitigkeiten führt. Die führt meiner Meinung nach zu einer ganz erheblichen Potenzierung von Streitigkeiten. Und deswegen halte ich die für sehr wenig hilfreich. Danke, Manfred.
So, ich habe eigentlich das Wesentliche, was ich heute sagen wollte, gesagt. Kurz als Abschluss, es gibt hier auch noch ein paar Textziffern, die sich zur Namensnutzung in Konzernen äußern. Das ist letztendlich aber, ich nenne es mal, das zusammengedampfte BMF-Schreiben zur Namensnutzung im Konzern. Zusammendampfung oder die Verkürzung und Komprimierung führt tendenziell dazu auch, dass man mehr mit dem Grundgedanken alleingelassen wird und sie auf den Einzelfall anwenden muss. Genau, diesen Aspekt werden wir aber auch in den kommenden Webcasts erläutern, auf die ich gleich noch eingehe. Last but not least, und noch der Hinweis, die Verwaltungsrechtsfunktionsverlagerungen sind eine der wenigen Verwaltungsrechte, die überlebt haben. Ja? Und die sind ja teilweise etwas umfangreicher. Also wenn Sie jetzt denken, es steht ja relativ wenig zu immateriellen Werten und Bewertungstechniken hier in den neuen Verwaltungsrechten drin, d'accord, aber es gibt eben auch noch die Verwaltungsrechtsfunktionsverlagerungen, die nicht ungültig sind. Ja? Und damit würde ich gerne übergehen auf die nächsten Slides. Und dort kurz nochmal jetzt auf die Webcasts, die ich schon einleitend erwähnt habe, eingehen. Und zwar geht es hier um folgende Webcasts. Einerseits den Webcast immaterielle Werte in der DP und andererseits den Webcast zur rechtlichen Wirkung der neuen Regelung. Der erste Webcast immaterielle Werte in der DP wird gehalten von Björn Heidecke, Director am Standort Hamburg und mir am 14.09. Da ist eigentlich ein Praktikafokus. Da geht es darum, wie geht man eigentlich mit immateriellen Werten in der DP um. Wie bereitet man sich auf so eine BP vor? Wie argumentiert man in einer solchen BP und wie löst man eigentlich das Thema und versucht da auch eine langfristige Rechtssicherheit zum Beispiel für Folge-BPs zu erhalten? Und dann der zweite Webcast am 29.09. Von Richard Schmidtke, Partner am Standort München und Steffen Säuberlich, Valuation Partner am Standort Berlin. Da geht es dann darum, dort werden die Verwaltungs- und Verrechnungspreise, aber auch die anderen Rechtsquellen wie der neue ASDG, wie die OECD-Verrechnungspreisleitlinien und wie auch die EU Joint Transfer Pricing Forum Vorgaben, die ja hier eine Aufwertung durch dieses BMF-Schreiben erhalten haben, wie die eigentlich miteinander agieren in Bezug auf immaterielle Werte und Bewertungstechniken und was sich daraus dann eigentlich, sag mal, in Summe für die Praxis ergibt, ja, und vor allem für die Strukturierung jetzt, wie man jetzt damit umgeht. Genau, das soweit als Eigenwerbung, aber eben auch für Sie das Angebot, dadurch einen Deep Dive durchzuführen in die Themen ziemlich zeitnah. Vielen Dank und damit gebe ich über an Nick. Ja, vielen Dank, Felix. Und Luisa, kannst gleich gerne bitte einen weiterflitschen, auch Bezug auf Finanzbeziehungen. Zum einen die Beobachtung, ähnlich wie Henrik Hante das vorhin auch schon für seinen Bereich erwähnt, dass das hier klipp und klar festgehalten wird, die Grundsätze des Kapitel 10 der OECD sind anzuwenden. Bezogen auf Finanztransaktionen ist in meinen Augen tatsächlich zu begrüßen, weil es hier sehr lange wenig Orientierung gab, mit Ausnahme der bereits eingangs genannten Verwaltungsgrundsätze 83. Dennoch ist hier in den letzten Jahren ein bisschen Bewegung reingekommen, zum einen durch die OECD selber, zum anderen aber auch durch den Paragraphen 1a des Außensteuergesetzes im Referentenentwurf vom Dezember 2019 und sagen wir, die weiteren Diskussionen im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens. Und da muss man, glaube ich, schon sehen, da ist man doch mehr oder weniger auf Konfliktkurs zur OECD gegangen an einigen Stellen. Von daher haben wir da doch sehr viele Diskussionen gehabt und viele Auseinandersetzungen an der Stelle. Dementsprechend glauben wir schon, dass das hier durchaus hilft, entsprechende Konflikte zu vermindern. Ansonsten, wenn wir das jetzt weiter durchgehen, zum einen die Beobachtung in Textziffer 3.90, dass wir auch hier eine zweistufige Analyse haben, zum einen, ob Fremdkapital vorliegt und danach anschließend die Untersuchung der Fremdübligkeit des Zinssatzes, das ist in Übereinstimmung mit der OECD und auch mit dem BFH. Schwieriger finde ich tatsächlich die Randziffer 3.92, die ist tatsächlich im besagten Referentenentwurf des 1a ursprünglich drin gewesen, ist aber dann später im Gesetzgebungsverfahren wie der gesamte Finanzbereich rausgefallen und auch die OECD tatsächlich hat diesen Funding Return zwar aufgenommen, aber halt nicht explizit bezogen auf Finanztransaktionen, sondern eher bezogen auf immaterielle Wirtschaftsgüter. Und dementsprechend stellt sich da schon so ein bisschen die Frage, was ist denn die Grundlage dafür? Weil hier im Grunde genommen wird es halt schwierig, das sozusagen in die Tat umzusetzen. In meinen Augen birgt das durchaus ein gewisses Konfliktpotenzial. Zum einen, ich sage mal, stellt sich die Frage, wie gehe ich damit um,
wenn ich der FinCo jetzt im Grunde genommen den Funding Return zugestehe, Frage ist dann bezogen auf den Satz 2, das Entgelt, bezieht sich das jetzt auf die darlehensgebende Gesellschaft oder auf die Darlehensnehmerin? Aus logischen Gesichtspunkten würde ich sagen, wenn man den ersten Satz mit der Position der Darlehensgeberin anfängt, müsste das Entgelt sich eigentlich auch darauf beziehen, das bleibt aber ein bisschen offen. Wenn man dann weiter da durchgeht und die Sätze 3 und 8 vor allem miteinander vergleicht, erkennt man auch da leichte Abweichungen voneinander. Das sind aber, glaube ich, eher in meinen Augen zumindest Kleinigkeiten. Ich glaube, von der Grundintention her ist die Stoßrichtung klar. Es geht im Grunde genommen darum, dass man solche Strukturen sozusagen sich vornimmt und prüft. Auf der anderen Seite, wenn man sich die OECD insbesondere das Beispiel zum Cashpool-Leiter als reinem Dienstleister anguckt, muss man allerdings in meinen Augen auch konstatieren, ich sage mal, Mittel und Wege, sich damit auseinanderzusetzen und diesen Gesellschaften eine geringe Vergütung zugestehen, hätte man auch vorher schon gehabt, in meinen Augen. Auch gemäß der OECD würde in solchen Fällen, würde man natürlich dieser FinCo diesen risikolose Vergütung zugestehen. Und im Grunde genommen, nach der Logik der OECD, würde ja im Grunde genommen der Rest sozusagen der Vergütung dahin gehen, wo die entsprechenden Funktionen und Risiken kontrolliert werden. Bezogen auf Finanztransaktionen ist das dann tatsächlich nach OECD-Textziffer 1049 das Headquarters sozusagen. Das heißt, im Grunde genommen habe ich dann regelmäßig zur Folge, dass ich aus solchen Fällen ja, im Grunde genommen Dreiecksfälle definiere, wo ich zum einen dann den deutschen Darlehensnehmer habe mit dem fremdüblichen Zinssatz, dann die FinCo mit dem Funding Return und dann im Grunde genommen noch den Sitz der Gruppe mit Treasury und CFO, wo dann der Rest hingeht. Das dürfte spannend sein, wie sich das in der Praxis entwickelt. Ich glaube, den Hinweis kann man mit Sicherheit geben. Entsprechende Strukturen sollte man sich zumindest vor dem Hintergrund mal ansehen, was jetzt sagen wir, substanzschwächere FinCos betrifft, wie man diese Substanz entsprechend zumindest nachweisen kann und wie man die vielleicht auch anreichern und dokumentieren kann. Und in dem Zusammenhang hätte ich auch gleich die Frage an Manfred Naumann. Manfred, was ist deine Einschätzung gerade zu dieser Textziffer? Was ändert sich dadurch im Hinblick auf die substanzarmen FinCos? Ich weiß nicht genau, ob sich da was ändert, weil ich habe auf der einen Seite das Darlehensverhältnis, also eigentlich unter Fremdvergleichsgesichtspunkten wäre es ja zutreffend, dass der Darlehensnehmer irgendwas zahlt. Und an wen soll er zahlen? Natürlich an die FinCo. Da darf es aber nicht bleiben. Wo soll es dann hingehen? Weil die FinCo ist ja finanziert nicht wiederum durch ein Darlehen, sondern dadurch, dass hier jemand Eigenkapital gegeben hat. Also auch da, meiner Meinung nach, wie an vielen Fällen in diesem BMF-Schreiben, sind die Fälle nicht zu Ende gedacht und sind eigentlich auch gar nicht auf ein fremdvergleichskonformes Ergebnis unbedingt ausgerichtet, weil eigentlich ist die Konsequenz, die ich aus dieser Textziffer ziehen würde, also die deutsche Gesellschaft, die das Darlehen aufgenommen hat, die zahlt praktisch keine Darlehenszinsen. Punkt. Ist das fremdvergleichskonform? Also da habe ich doch leichte Zweifel, ob das also noch in Übereinstimmung steht. Und ich denke, das sind lauter Fragestellungen, die, wenn sie praktisch mal wirklich aufkommen, von den Finanzgerichten eigentlich geklärt werden müssen. Insofern auch dieses BMF-Schreiben, anders als ich das in meiner aktiven Zeit vorgesehen habe, leiten die Fälle Richtung Finanzgerichte, anstatt dass sie zwischen der Finanzverwaltung und den Steuerpflichtigen geregelt werden, weil das sind ja noch die Leute, die am ehesten ökonomisch da wirklich Ahnung davon haben, was in solchen Transaktionen eigentlich stattfindet. Der Richter im Zweifel eigentlich, Henning, du schaust schon kritisch, aber der Richter im Zweifel weniger, sage ich mal als Jurist. Also von daher, es sind viel Steine statt Brot. Danke, Manfred. Luisa, kannst du bitte eine Folie weiterschalten? Genau, dann haben wir hier jetzt in den nächsten Textziffern, die Textziffer 394, die Tatsache, dass der Konzernrückhalt bei der Bonität zu berücksichtigen ist, das ist tatsächlich eindeutig zu begrüßen. Da waren die letzten Jahre und ich glaube, man kann sogar sagen Jahrzehnte durchaus davon geprägt, dass die Auffassung hier eine etwas andere war als die der OECD. Von daher, das dürfte dann schon deutlich helfen, auch durchaus positiv anzuerkennen, dass auch in Anlehnung zur OECD beide Ausgangspunkte, sprich das Gruppenrating und auch das Standalone-Rating möglich sind. Auch das ist, glaube ich, eine gute Sache.
Textziffer 395, die Besicherung, die lehnt sich offenkundig an die BfH-Rechtsprechung dieser Serie aus 2019 an. In meinen Augen etwas offener formuliert. Man geht zwar davon aus, dass es grundsätzlich besichert ist, aber auch unbesichert möglich sein kann, wie schon gesagt, bei Gesamtschau aller Bedingungen und bei der Betrachtung des Einzelfalls. Das würde mich zumindest dahingehend hoffnungsvoll stimmen, dass zumindest ein entsprechender Nachweis durch eine entsprechende Datenbankstudie möglich erscheint. Wenn wir jetzt eine Folie weitergehen, nochmal einen Ausflug in die Richtung erhöhte Kreditwürdigkeit, diese Textziffer 396, finde ich die ersten Sätze soweit eigentlich klar. Da finde ich vor allem ist im fünften Satz was schiefgegangen, weil da in meinen Augen im Grunde genommen der falsche Vergleichsmaßstab gewählt wird. Weil wenn man sich an die OECD oder von mir aus auch sogar hier an die UN anlehnt, die dann sehr illustrierendes Beispiel hat, anlehnt, ist eigentlich klar, dass der Vergleichsmaßstab zum Garantieempfänger der Garantieempfänger ohne die Garantie ist. Und wenn ich mir hier den Satz 5 ansehe, da steht im Grunde genommen, dass da der Vergleichsmaßstab die Bedingungen für die Gruppe sind. Das ist in meinen Augen, das kann es eigentlich nicht sein. Da bin ich mal gespannt, wie das von der Betriebsprüfung gesehen und vielleicht dann auch umgesetzt wird. Aber das fällt mir schwer zu glauben, dass das so richtig sein kann. Ansonsten bezogen auf die Randziffer 397, auch da, ich sage mal in gewisser Weise analog zum zur Darlehensvergabe, auch da die Beobachtung, das kann auch Eigenkapital ersetzend sein, ebenso wie eine Garantie oder die hier als Gesellschafterbeitrag im Grunde genommen auch qualifiziert werden kann, mit Verweis auf Hornbach, soweit so klar, was so ein bisschen verwundert ist, dass das hier auf EU- bzw. EWR-Fälle beschränkt wird. Stellt sich natürlich die große Frage, was ist in den anderen Fällen? Auch da wieder der Hinweis, sowohl OECD als auch die UN sehen auch durchaus Garantien dahingehend vor, dass es da auch durchaus Fälle gibt, wo man die eben nicht vergüten muss. Und dann haben wir im Grunde genommen auch hier durchaus ein gewisses Doppelbesteuerungspotenzial vorliegen. Wenn wir jetzt eine Folie weitergehen, Luisa, und dann nochmal abschließend sozusagen auf den Cashpool gucken. Da gab es ja eine gewisse Einigkeit bei der OECD, wie der Cashpool-Leiter einzusortieren ist. Die wird übernommen, auch wiederum mit Verweis auf die OECD, dass auch, ich sage mal, Ausnahmen vom reinen Dienstleister möglich sind bei Vornahme einer entsprechenden Funktions- und Risikoanalyse. In meinen Augen, was auch richtig anerkannt wird, ist, dass bei der OECD keine Einigkeit dahingehend vorliegt, wie denn entsprechende Cashpool-Gewinne aufzuteilen sind unter den Teilnehmern. Das ist, glaube ich, auch korrekt, wird auch entsprechend mit hier aufgenommen, dass man entsprechend da auch den Blick sozusagen ins Ausland wirft zur Anerkennung da. Und da nochmal, ich sage mal, der Hinweis auch, dass die Umlage eigentlich auch pauschal auf die Anzahl der Teilnehmer umgelegt werden soll. Da stellt sich natürlich die Frage, wäre das auch eine Möglichkeit für den Gewinn, wenn es da sonst keine Anhaltspunkte gibt? Und dann letzter Punkt an der Stelle tatsächlich noch, auch die Erkenntnis oder die Auffassung, die vertreten wird in der Textziffer 100, dass auch da, und das entspricht langer BP-Praxis eigentlich auch hier, dass auch durchaus vorgesehen ist, dass langfristige Anlagen oder Entnahmen im Cashpool auch in entsprechende langfristige Darlehensbeziehungen umqualifiziert werden sollten mit einer entsprechenden Auswirkung auf den dann fremdüblichen Zinssatz. Das wäre es jetzt zum Bereich Finanztransaktionen. Dann möchte ich an der Stelle an Jobst Willmanns übergeben zum Zusammenfassen und zum Resümee. Vielen Dank. Vielleicht an der Stelle, Nick, nochmal zwei Fragen. Einmal die Frage, ob der Konzernrückhalt sowohl für Inbound- als auch Outbound-Transaktionen gleichermaßen gilt. Das war eine Frage im Chat. Naja, wenn das BMF-Schreiben hier sagt, dass das im Grunde genommen für in beide Richtungen gilt, jetzt nicht im Kapitel J zur Finanztransaktion, aber irgendwo relativ weit am Anfang, würde ich erstmal davon ausgehen, wie das die Betriebsprüfung dann im Einzelfall anwendet, das wird sich zeigen. Aber es ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage. Ja. Ja, zweite Frage, die Frage nach dem Negativzins, in welcher Form hier der Risikoaufschlag schon berücksichtigt worden ist, vielleicht dazu kurz eine Antwort. Boah, das ist eine komplizierte Sache. Also das wird, ja, das ist ein komplettes Thema, was wir jetzt hier ausgeblendet haben.
Aber gerade wenn man sich hier diesen Funding Return anguckt, diese risikofreie Vergütung, also da wird, glaube ich, relativ offensichtlich, dass das irgendwie zu Ergebnissen führt in meinen Augen. Also die kann ich als Volkswirt nur schwer akzeptieren. Da habe ich echt Schwierigkeiten, da hinterherzukommen, muss ich sagen. Okay, herzlichen Dank, Nick. Ja, dann würde ich jetzt von meiner Seite, wir haben schon etwas überzogen, zur Zusammenfassung des heutigen Webcasts kommen. Ja, der erste Punkt ist, das Update war absolut überfällig. Ja, insbesondere das BMF-Schreiben wurde veröffentlicht, das fundamentale BMF-Schreiben war von 1983, die ganzen letzten Jahre, auch schon zu Zeiten von Manfred Naumann, wurde immer wieder angekündigt, ja, dass entsprechende Verordnungen und BMF-Schreiben ergehen, um letztendlich auch wieder State of the Art zu sein, was also die Verwaltungsauffassung zu Verrechnungsweisen angeht. Kritisch, und das hat auch die heutige Diskussion gezeigt, ist die Frage, welche Rolle spielen die OECD-Richtlinien? Ich möchte darauf hinweisen, dass die bisherige Politik des BMF war, sich eigenständig zu positionieren. Ja, siehe Dokumentationsansatz, siehe Funktionsverlagerung, aber immer gleichermaßen mit dem Ziel, dass diese Regelungen in Übereinstimmung mit den OECD-Standards stehen. Wir haben jetzt einen Ansatz, ja, was wir auch gleichermaßen kennen von anderen Ländern wie die Niederlande, Schweiz oder auch andere europäische Länder, wo unmittelbar auf die OECD-Richtlinien verwiesen wird. Ich möchte da hier an der Stelle darauf hinweisen, dass die OECD-Richtlinien Kompromisspapier sind und in vielen Teilen sehr schwammig, teilweise nicht konkret genug und aus meinem Blickwinkel durch die Anwendung, unmittelbare Anwendung der OECD-Richtlinien Interpretationsspielräume vorhanden sind, aber damit auch gleichermaßen Rechtsunsicherheit geschaffen wird. Dritter Aspekt, den ich hier anführen möchte, ist die Frage, welche Auswirkungen hat das neue BMF-Schreiben auf die Funktions- und Risikoanalyse. Zu begrüßen ist hier insbesondere die Einfügung des Risikokontrollansatzes, was ich einleitend schon erwähnt hatte. Gleichermaßen zu hinterfragen ist die Aufhebung der Unternehmenscharakterisierung und die Frage, wie Funktions- und Risikoprofile in Zukunft zu interpretieren sind, insbesondere was Vergütungsstrukturen angeht. Und ich nenne jetzt mal das Modell des Lizenzfertigers, in welcher Form ein Lizenzfertiger Verluste realisieren kann, ja oder nein. So, im Chat wurde gleichermaßen sehr stark diskutiert, die Frage der rückwirkenden Anwendung. Ich halte das kritisch. Ich halte das insbesondere bei Sachverhalten kritisch, die nicht nur erklärend sind, sondern wenn neue Konzepte eingeführt worden sind. Das heißt also insbesondere im Bereich immaterielle Werte, Bewertung, aber auch im Bereich der Finanzierung sind Elemente enthalten, wo sich die OECD, aber auch gleichermaßen das BMF nicht in der Konkretisiertheit bisher geäußert hatte. Und insofern halte ich also diese Rückwirkung für das sollte man schon genau sich anschauen, wie man hier auf die Rückwirkung gegebenenfalls reagiert. Zumindest, ja, ich hatte mehrere Diskussionen mit der Gerichtsbarkeit. Die Gerichtsbarkeit lehnt das ab und fordert immer wieder die Steuerpflichtigen auf, gegebenenfalls auch den Gerichtsweg in Betracht zu ziehen. Gleichermaßen zu hinterfragen ist die Frage der dynamischen Auslegung des Grundsatzes. Ja, auch hier möchte ich daran erinnern, dass wir zurzeit in der Zeit leben der Digitalisierung, wo digitale Geschäftsmodelle eine große Rolle spielen. Und ich wage zu bezweifeln, dass die Interpretation des Fremdvergleichsgrundsatzes bereits alle Aspekte der Digitalisierung hinreichend abdeckt bzw. konkretisiert hat. Ja, ich nenne hier nur das Beispiel oder die Fragestellung, ob Daten, Informationen, immaterielle Werte darstellen oder nicht. Also insofern meine ich, und das ist auch die Aufforderung an das BMF, schon sich die Mühe zu machen, immer wieder auch die Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsgrundsätze zu konkretisieren, was aktuelle Entwicklungen angeht.
damit auf die rechte Seite der kritischen Auseinandersetzung. Ich halte das in der Tat für kritisch, dass wir keine klare Trennung haben zwischen nationalstaatlichen Normen und völkerrechtlichen Abkommensregelungen. Meines Erachtens wird dadurch mehr Rechtsunsicherheit als Rechtssicherheit geschaffen. Gleichermaßen möchte ich darauf hinweisen, dass der Teufel im Detail liegt. Ja, es gibt also in dem BMF-Schreiben einzelne Regelungen, beispielsweise zu Lizenzstrukturen. Ja, also die Frage ist, wenn eine Warentransaktion vorliegt zwischen Entrepreneur oder Produzent und einer Vertriebseinheit, inwieweit man die immaterielle Werte gesondert vergüten kann oder nicht. Gleichermaßen die Vergütung von Dienstleistungen, gleichermaßen, ich hatte es mehrfach erwähnt, das Thema Unternehmenscharakterisierung. Das heißt, summa summarum, die neuen Verwaltungsgrundsätze für Rechnungspreisen führen nach unserer Ansicht zu weiteren Rechtsunsicherheit und nicht zu einer Rechtssicherheit, wie dargestellt. Wichtig ist, gerade durch den Rückwirkungsaspekt, ist zu analysieren, welche potenziellen Risiken erwachsen durch die Anwendung der Verwaltungsgrundsätze für Rechnungspreise für laufende bzw. anstehende Betriebsprüfungen für vergangene offene Geschäftsjahre. Das heißt, mit anderen Worten, Prävention statt Eskalation. Aus Ihrer Sicht sollte meines Erachtens oder unserer Erachtens sicherlich eine Art Betroffenheitsanalyse durchgeführt werden, welche Auswirkungen diese Verwaltungsgrundsätze auf bestehende Verrechnungspreissysteme oder für laufende Betriebsprüfung hat. Wenn es hierzu Fragen gibt oder wenn es hierzu Unterstützungen notwendig sind, lassen Sie uns das gerne wissen. Ich möchte, Luisa, vielleicht kannst du nochmal weiterblättern, hinweisen auf unsere Webcast-Serie. Felix Ebeling hat ja schon hier darauf hingewiesen. Wir werden sicherlich in all den Webcasts, die wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten durchführen, immer wieder auf die einzelnen Textziffern der Verwaltungsgrundsätze für Rechnungspreise eingehen und diese Textziffern aus dem Blickwinkel der verschiedenen Themen nochmal dezidiert aufgreifen und entsprechend analysieren. Nochmals, ich möchte darauf hinweisen, dass wir all das, was wir heute dargestellt haben, Ihnen den Link zukommen lassen, auch gleichermaßen die Präsentation zukommen lassen, gleichermaßen den Newsletter in der nächsten Woche entsprechend versenden. Sollten von Ihrer Seite noch im Nachgang Fragen bestehen, lassen Sie uns dies gerne wissen. So wie jetzt auch in dieser Webcast werden wir versuchen, Ihnen die Fragen zeitnah zu beantworten, um auch bei Ihnen entsprechende Klarheit zu schaffen. An der Stelle möchte ich mich bei den Referenten bedanken, auch bei Ihnen bedanken für die Aufmerksamkeit. Kommen Sie gut durch den Sommer. Seien Sie erfolgreich in der Anwendung der neuen Verwaltungsgrundsätze. Viel Erfolg und wir freuen uns, Sie bei Zeiten wiederzusehen oder wiederzuhören oder in der nächsten Webcast begrüßen zu können. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.